Servus Freunde, hallo und herzlich willkommen. Vor kurzem wurde ich von der lieben Miriam Thalheimer in ihrem Podcast interviewt. Wir haben darüber geredet, wie man gute Entscheidungen treffen kann. Und dadurch, dass wir ja wirklich spannende Inhalte besprochen haben, wollte ich euch das auf diesem Kanal nicht vorenthalten und habe euch hier einen Ausschnitt aus diesem Interview zur Verfügung gestellt. Das ganze Interview geht insgesamt über eine halbe Stunde und findet ihr über den Podcast von Miriam Thalheimer. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt erstmal wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Ausschnitt. Jetzt würde mich ja direkt interessieren, wie triffst du denn deine Entscheidung? Du hast gesagt, du hast jetzt so einen Prozess durch, wo du weißt, ja okay, das machst du jetzt anders. Wie ist da so dein aktuelles, wie machst du das, wie triffst du Entscheidungen oder was sind da deine Tipps auch? Mhm. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie groß ist tatsächlich diese Entscheidung, also wie weitreichend sind die Konsequenzen. Wenn es wirklich eine große Lebensentscheidung ist, wie ziehe ich um, soll ich ein Kind bekommen, welchen Studiengang studiere ich, dann ist es ein etwas ausführlicherer Entscheidungsprozess, wie jetzt bei einer etwas alltäglicheren Entscheidung. Ich meine, generell dreht sich es in meinem Coaching jetzt nicht um die Entscheidung, was esse ich heute zu Abend, sondern schon um Lebensentscheidungen. Aber genau, ganz grundsätzlich würde ich sagen, ich fange erstmal damit an, mit der Person zu klären oder auch mit mir selbst zu klären, was ist mir in diesem Lebensbereich wirklich wichtig? Weil eigentlich die Frage, die meiner Meinung nach hinter jedem großen Lebensentscheidung steht, ist die Frage, wer möchte ich eigentlich sein? Und deswegen sind auch Persönlichkeitstests schwierig, weil Persönlichkeitstests nicht die Frage beantworten, wer möchte ich sein, sondern die Frage, wer bin ich? Und das sind zwei unterschiedliche Fragen. Und meiner Meinung nach ist die Frage, wer möchte ich sein, in Bezug auf Entscheidungen wesentlich hilfreicher. Und es sieht dann so aus, dass ich die Person alle möglichen Fragen stelle, die uns etwas über die eigenen Motive, über die eigenen Zielvorstellungen, über die eigenen Bedürfnisse erzählen. Also zum Beispiel, wie möchtest du, dass sich dieser Lebensbereich in 10 Jahren anfühlt? Wenn du mit einer Person in 10 Jahren drüber redest, was würdest du dieser Person gerne erzählen? Oder, keine Ahnung, zum Beispiel im Thema Partnerschaft, was möchtest du, was deine Partnerin irgendwann auf der Beerdigung über dich erzählt? Und dadurch, dass man solche zum Nachdenken anregende Fragen stellt, dadurch, dass man solche Gedankenexperimente durchdenkt, bekommt man ein Gefühl dafür, was ist mir eigentlich wichtig in diesem Lebensbereich. Meistens organisieren wir das dann nochmal, also kristallisieren da so die wichtigsten Ziele und Motive raus für diesen Lebensbereich. Und das ist dann die Grundlage dafür, Optionen herauszufinden. Was sind Handlungsoptionen, die ich zur Verfügung habe, um eins oder mehrere von diesen Motiven möglichst gut befriedigen zu können? Und was man dann meistens merkt, ist, wenn man mit unterschiedlichen Kreativitätstechniken gearbeitet hat, um möglichst viele passende Handlungsoptionen herauszukristallisieren, ist, dass innere Konflikte auftreten. Das heißt, man fühlt sich hin und her gerissen zwischen irgendeiner Option. Und dann geht es darum, die unterschiedlichen Motive sozusagen in Einklang zu bringen. Diesen inneren Konflikt zu einer Harmonie zu bringen, wenn man so will. Und das ist der Teil, den ich vor allem dann mache, wenn ich jetzt, kleinere Entscheidungen im Alltag anstehen habe, wenn ich vielleicht auch weiß, okay, ich habe eigentlich nur diese zwei Optionen, ich muss jetzt nicht überlegen, was sind meine Handlungsoptionen, sondern ich habe die Wahl, mache ich entweder das oder mache ich das. Dann überlege ich mir, ich horche in mich hinein, welche unterschiedlichen inneren Stimmen melden sich in mir zu Wort, die mich in unterschiedliche Richtungen ziehen. Also man kann sich vorstellen, wie unterschiedliche Subpersönlichkeiten, die in mir ineinander streiten und mich in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und wenn ich die identifiziert habe und ein Gefühl dafür habe, okay, welche Stimmen in mir kämpfen miteinander, dann gehe ich mit diesen unterschiedlichen Stimmen tatsächlich so um, als ob es unterschiedliche Personen wären. Also wie Menschen im Konflikt miteinander stehen können, so können eben auch die inneren Persönlichkeiten im Konflikt miteinander stehen. Und dann lasse ich die miteinander diskutieren und schauen, was bei dieser Diskussion herauskommt. Ich setze mir dann meistens einen Timer von ungefähr 40 Minuten, lasse diese inneren Stimmen miteinander diskutieren und dann schaue ich die ganzen Erkenntnisse oder diesen Dialog lese ich nochmal durch. Also du schreibst quasi auf. Genau, Entschuldigung. Ja, ich würde es empfehlen, schriftlich zu machen, auch deswegen, weil Schreiben eine therapeutische Wirkung hat
und man einfach, wenn man es schreibt, man gezwungen wird, es explizit zu machen. Genau, ich stelle mir dann einen Timer, 30 bis 40 Minuten, versetze mich in, keine Ahnung, die eine Subpersönlichkeit von mir, die mich in diese Richtung zieht und dann in die andere Persönlichkeit und schreibe jeweils aus der Perspektive von einer dieser Persönlichkeiten sozusagen. Schreibe alles, was ich zu sagen habe, dann wechsle ich in die andere Persönlichkeit, schreibe da, was ich dem entgegnen würde und lass wirklich diese inneren Persönlichkeiten miteinander diskutieren. Ungefähr 40 Minuten, dann schreibe ich den letzten Satz fertig oder was auch immer und dann lese ich das Ganze nochmal durch und schaue, was sind Argumente, die für mich aus einer neutralen Beobachterperspektive tatsächlich plausibel klingen. Kann ich diese Stimmen vielleicht irgendwie in Einklang bringen? Gibt es irgendeinen Kompromiss, den ich finden kann zwischen diesen Stimmen, die mich in unterschiedliche Richtungen ziehen? Habe ich als Beobachter eine Idee, ja, wie die zu einer Einigung kommen können? Und gibt es irgendwelche nächsten Schritte, die ich einleiten kann, um zu einer wirklichen Einigung zu kommen? Und meistens ist es nicht unbedingt beim ersten Mal der Fall, dass man dann zu innerer Klarheit kommt. Aber wenn man das ein paar Mal macht und diese inneren Stimmen identifiziert hat und miteinander diskutieren lässt, dann wird man entweder herausfinden, okay, die Stimme A ist wesentlich mehr im Einklang mit meinen Einstellungen, mit meinen Werten und meinen Zielvorstellungen. Oder ich werde merken, okay, eigentlich ist es gar kein Entweder-Oder, sondern ich kann eine sehr gute Kompromisslösung finden. Und dadurch ist man dann in der Lage, zu einer Entscheidung zu kommen, die sich wirklich stimmig anfühlt und die sowohl vom Verstand als auch vom Bauchgefühl her sich stimmig anfühlt und Sinn macht. Mhm. Vielen, vielen Dank für die ausführliche Sache. Finde ich richtig cool, was du erklärt hast. Aber mir ist direkt eingefallen, oder vielleicht geht es auch anderen beim Zuhören so, oh mein Gott, wie viel Zeit brauche ich bitte für eine Entscheidung? Ne? Also du hast ja auch gerade gesagt, es kommt immer darauf an, welche Entscheidung das ist. Stimme ich dir auch absolut zu. Ich habe aber diesen blöden Spruch mal gehört, dass erfolgreiche Menschen Entscheidungen in 5 Sekunden treffen. Und das wird halt pauschalisiert. Und das, ich weiß nicht, du grinst, wahrscheinlich kennst du den Spruch auch. Was würdest du sagen, ist denn da dran? Weil das, was du gerade erläutert hast, finde ich natürlich auch sinnvoll, weil du allem Zweifel, allem Raum gibst und erstmal hinschaust, okay, was könnte denn für mich wirklich dagegen sprechen, ohne jetzt vom Kopf nur irgendwie loszulegen und dann gar nicht mehr auf die Gefühle zu hören. Aber wenn ich jetzt so 5 Sekunden regel, denke ich mir so, ja, gar nicht. Also wie funktioniert es dann? Glaubst du, dass es Entscheidungen gibt, die wir quasi aus dem Impuls heraus treffen sollten? Oder ist es eher so, dass wir einen Schritt zurücktreten sollten und erstmal das aus einer anderen Perspektive, wie... So, das war's für dieses Video. Wenn euch der gesamte Podcast interessiert, wie gesagt, es lohnt sich, schaut in die Videobeschreibung rein, hört euch den ganzen Podcast von Miriam Thalheimer an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut auch gerne auf die Instagram-Seite von Miriam Thalheimer vorbei. Auch das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das gerne. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn du die Inhalte interessant fandest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut. Servus. Thank you.